Hallo Leute, liebe Zuschauer. Diese Vorlage, die ist nur zur Hälfte ersichtlich. Es sind drei Arten Sterne hier. Und welches die sind und wie die nachher ausschauen, lasst euch überraschen. Kurz gesagt, es gibt auch 3D-Sterne, die dann besonders pfiffig sind. Also, seid schlau und bleibt neugierig. Die Vorlage befestige ich jetzt nur so provisorisch. Ich brauche auch nicht X eingetapte Flächen. Das muss noch aufgebohrt werden. Das mache ich. Hier habe ich jetzt noch so eine alte Säge mit solchen Flügelmuttern. Vorteil ist, die kann man auch gut mit der Hand öffnen und schließen. Dann kann ich hier mal ein Laubsägeblatt einsetzen, ein Skip Nummer 1. So sieht es aus erstmal. Und in der Originalverpackung, also in der Verkaufsverpackung, sehen die dann so aus mit den ganzen Details, also die Größe. Nummer 1 wäre 0,24 mal 0,78 mm im Querschnitt mit 9 Zähne pro Zentimeter. Hier ist dann 23 pro Inch TPI. Und ja, da kann man auch erkennen für Laubsäge, für Dekopiersäge. Geschwungene Schnitte kann man machen, Schutzbrille etc. sollte man tragen. Ja. Und dann, so ist die Vorlage hier. Ich nutze Sperrholzpappel. Also ich halte meine Finger so, dass ich mir nicht in die Finger reinsäge. Ungeübte sollten dann lieber den Finger von der Säge her weghalten und oder seitlich halten, sodass da nichts passieren kann. Und vor allem Ungeübte sollen auch Acht geben, dass die Flügelmutter nicht auf die Finger haut. Also weltbewegendes ist diese Form natürlich nicht, aber die Überraschung folgt im nächsten Video, im zweiten Video. Das sind einmal so kleine Anhänger. Ich habe gleich zwei ausgesägt aus jeweils 4 mm Sperrholzpappel. Und schick sehen die aus. Allerdings, es geht auch noch besser.
Also, solch ein Stern und solch ein Stern habe ich jetzt gesägt. Und das hier ist das Abfall? Keineswegs. Also, was draus wird, lasst euch überraschen. Ja, liebe Leute, während das hier ja eigentlich nur die Abfallstücke sind, kann man die auch noch benutzen, aufhängen, als Baumschmuck, an Geschenke etc. Fürs Zuschauen. Das Schlauen bleibt neugierig.